Nach der Schule, nach Ausbildung oder Studium folgt der Eintritt ins Berufsleben und damit die erste Bewerbung. Wie schreibt man eigentlich eine Bewerbung? Was gehört dazu? Wie wird sie aufgebaut, formuliert und strukturiert? Du kannst so vorgehen. Lies die Stellenanzeige genau durch, recherchiere Infos zum Unternehmen, suche deine Zeugnisse, Zertifikate und Nachweise zusammen, anschließend schreibe das Bewerbung und den Lebenslauf und lass das Unterlagen von jemandem korrigieren. Diese Schritte kannst du für jede Bewerbung wiederholen. Also du schreibst deine Bewerbung am besten mit der richtigen Planung. Sammle zusammen deine Schulzeugnisse, Ausbildungsnachweise, Abschlusszeugnisse, Praktikumszeugnisse, Arbeitszeugnisse, Nachweise über Fortbildungen und weitere Qualifikationen. Scanne deine Unterlagen ein, speichere sie als PDF ab. Oben von links schreibst du deine Adresse. Danach schreibst du Adresse des Unternehmens. Danach schreibst du Ort und Datum. Jetzt kommt Betreff. Du musst schreiben Bewerbung als, zum Beispiel Bewerbung als Mechaniker oder Bewerbung als Fotograf oder Bewerbung als Fachinformatiker. Anschließend kommt Text. Text fängst du an, entweder sehr geehrte Damen und Herren oder nennst du die Name, das du im Anzeige gelesen hast. Zum Beispiel im Anzeige gibt es schon deinen Sprechpartner oder deine Sprechpartnerin. In diesem Fall nennst du so sehr geehrter Herr oder sehr geehrte Frau und dann schreibst du seinen Namen oder ihren Namen. Beschreibe im Text deine berufliche Situation. Durch die konkreten Beispiele zeig, was du machen kannst. Bitte formuliere deine Sätze immer individuell für die passende Stelle. Überleg dich bitte 3 bis 5 beste Argumente, warum du perfekt für diese Stelle bist. Und ich empfehle auch, dich immer mit einem professionellen Foto zu bewerben. Selfies oder ein Ausschnitt aus dem Urlaubsfoto sind echt nicht gut. Hier noch ein paar Tipps für Foto. Bitte lächeln. Machen bitte ordentliche Frisur oder Tages-Make-up. Oder vielleicht eine schöne Krawatte, saubere und faltenfreie Kleidung. Weil in manchen Branchen gibt es einen klaren Dresscode. Jetzt als Beispiel will ich zeigen, wie ich meine Bewerbung geschrieben habe. Und im Infobox finden Sie Webseiten, wo Sie Arbeit suchen können.
Wenn du noch Fragen hast, vielleicht helfe ich dir weiter. Bitte schreib mir einen Kommentar. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Bis nächster Video. Tschüss.